Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Full-Face Altera für euch. Da habe ich mir nämlich letztens ein paar Produkte gegönnt. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, mit Alverde bin ich ja letztes Mal ganz gut gefahren und da habe ich mir gedacht, okay, komm, dann schaue ich mal bei Altera vorbei. Geil war, zu dem Zeitpunkt, wo ich da wirklich geshoppt habe, gab es auch diese Limited Edition, wo die auch diese beiden Lidschattenpaletten gedroppt haben, was ich extrem gut finde. Denn ansonsten bin ich ja, was Naturkosmetik Lidschattenpaletten angeht, etwas skeptisch. Bin ich hier tatsächlich auch. Ich habe aber auch schon bei Like a Daisy in Spring gesehen, bei der lieben Sarah Isabel, dass die Paletten echt super bei ihr funktioniert haben. Ein Primer habe ich nicht. Ich habe mir zwar eine Maske ausgesucht, aber ich brauche heute tatsächlich mehr Pflege als nur eine Maske. Das heißt, die werde ich mir dann wahrscheinlich heute Abend oder so machen, weil die hätte ich auch als Primer verwenden können. Ich guck mal. Die habe ich ja super, super vorbereitet. Ganz unten in die Kiste gepackt. Und zwar wäre das die Hyaluron-Tuchmaske mit Duo-Hyaluronsäure, Bio-Traubenkern und ja, für feuchtigkeitsarme Haut gewesen. Wäre ganz nice gewesen und hier stand auch drauf, dass es halt als Primer oder als Make-up-Grundlage auch wohl geeignet wäre. Aber ich brauche mehr, muss ich wirklich sagen. Ich habe mir eben im Badezimmer schon einen Toner drauf gemacht. Deswegen habe ich jetzt nicht so ein ganz furztrockenes Gesicht. Da habe ich einen ganz guten aktuellen Anwendung. Aber ich brauche mehr. Und deswegen greife ich zu den Produkten, die ich aktuell halt immer so morgens verwende und trage die auf. Eine Augenpflege habe ich auch schon drauf gemacht. Aber ich habe jetzt hier noch die Produkte von Beauty Mates. Leute, ne, das ist auch, habe ich euch in meinen Quartalsfavoriten auch gezeigt. So, so geiles Zeug, wirklich. Das ist, ich habe sensible Haut, ich habe trockene Haut, deswegen macht für mich am meisten die Hyaluron Cream Lift Sinn. Das ist eine 24-Stunden Intensivpflege, die ist halt extrem gut für trockene Haut. Ja, habe ich hier ja mit dem lila Deckel. Mein Freund packt gerade nebenan ein neues Set von seinen Klimmbausteinen aus, deswegen rappelt das gerade etwas im Hintergrund. Die hat eine ganz, ganz schöne Konsistenz, schaut so aus und die ist halt wirklich super geeignet als Make-up-Grundlage. Ne? Claudis Welt 30, da gibt es nochmal 30% Rabatt, wenn du Bock drauf hast. Ich nehme mir immer so eine Menge, gebe mir die einfach in die Handinnenfläche, weil das hier, was hier drin ist, ist geil für meine Haut, aber es reicht mir noch nicht. Ne? Also da haben wir drin Ceramide, wir haben Ziza drin, wir haben Mangobutter mit drin, wir haben Shea, glaube ich, auch mit drin, weiß ich nicht. Nee, Shea haben wir hier nicht mit drin, Hyaluronsäure. Und ich möchte meinem Gesicht aber noch einen kleinen Booster zusätzlich geben. Ne? Das ist quasi jetzt mein Serumersatz, was ich mir dann direkt mit der Creme mische. Da habe ich den Poren Minimizer Booster, das ist dieser hier. Und der ist mit Vitamin C, mit Vitamin B3. Der soll so ein bisschen die Rötungen wegmachen, das Hautbild verfeinern. Alles ein bisschen schicker machen, was ich echt nice finde. Und da habe ich dann hier die Pipette, da gebe ich mir auch einmal die Pipette so auf. Man soll eigentlich so 2 bis 3 Tropfen, bei mir funktioniert das mit einer Pipettengröße. Dann mache ich hier so meinen Mischmasch in der Hand und kann dabei auch noch was erzählen. Und zwar ist die Marke natürlich vegan und tierversuchsfrei. Wir haben hier Wirkstoffkosmetik, das heißt, du hast keine Rotzepampe mit dabei, keine Silikone, keine Duftstoffe, keine Parabene, keine PEGs und keine irgendwie Rotzepampe, was das Gesicht halt einfach nicht braucht. Das heißt, dein Gesicht bekommt genau das, was es einfach braucht. Du kannst dir im Set-Konfigurator dein Set individuell zusammenstellen oder du machst es halt, dass du vorher beim Produktberater schaust, was dort vorgeschlagen wird, was am besten für dich geeignet wäre. Bei mir ist es so, dass ich mich aktuell auch so ein bisschen durch die komplette Booster-Linie durchprobiere. Und jetzt gerade verwende ich morgens den Poren Minimizer und abends den AHA Glow Booster. Gefällt mir sehr gut. Also meine Haut verträgt das auch. Man kann das auch, wenn man eine andere Tagescreme sowieso aktuell hat und mit der recht zufrieden ist, kann man die Booster natürlich auch mit allen anderen Tagescremes, die man so hat und die man verträgt, mischen. Ne? Also das ist eine ganz entspannte Kiste. Oder wenn du es ganz hart brauchst, böse ausgedrückt, Claudia, dann, also wenn deine Haut wirklich ein ganz, keine Ahnung, du möchtest dir intensiv gerade eine Glättung verpassen oder intensiv gerade deine Poren minimieren oder was auch immer, kannst du 14 Tage lang, aber nicht länger bitte, den Booster auch pur auf die Haut geben, das Ganze einwirken lassen und dann im Nachgang eine Creme drauf geben, ne? Oder halt nicht, je nachdem, aber ne? So ist halt die Möglichkeit, also dass du es quasi auch so ein Stück weit als Ampullenkur nimmst.
So, das Ganze ist jetzt schön eingearbeitet und verteilt in meinem Gesicht. Und ich vertrage das einfach. Ne? Ich habe eine sensible Haut. Ich habe viele problematische Geschichten. Das heißt, manchmal ist es so, dass ich eine Creme nicht vertrage, da reagiert sie drauf. Oder dass ich ein Serum nicht vertrage. Bei den Produkten von Beauty Mates bin ich wirklich vollkommen safe und vollkommen entspannt. Und deswegen freue ich mich mega darüber, dass ich da die Kooperation habe. Wie gesagt, Claudis Welt 30, denkt an den Code, falls euch das interessiert. Den Porenminimierer kann ich auf jeden Fall unter dem Make-up auch super empfehlen. Also, dass man das halt mit der Creme zusammen so aufgibt. Und verfeinert auf jeden Fall so ein bisschen das Hautbild. Schaut auf jeden Fall vorbei. Links dazu befinden sich unten in der Infobox und ja, gönnt euch. Und da das halt so eine Wirkstoffkosmetik ist, hält dir so ein Booster halt auch echt lange, ne? Der ist ja im Prinzip dreimal so hoch konzentriert wie ein normales Serum. Das heißt, du hast dann auch, ja, so dreimal so lange eigentlich was davon, weil du viel weniger davon brauchst, ne? Deswegen empfiehlt man ja auch eigentlich, das dann quasi mit der Hautpflege zu vermischen, dass du nicht so ultra viel Produkt verwenden musst. Da Vitamin C drin ist und ich halt eine richtige Blassnase bin, verwende ich auch noch einen Sonnenschutz drüber. Da habe ich hier von Dalton den Suncare Prevent and Control Lichtschutzfaktor 50+. Das ist dieser hier. Den verwende ich echt gerne im Gesicht. Aber ihr seht, der weißelt halt nicht und der zieht schön in die Haut ein. Und ich vertrage den wirklich gut. Man sollte seiner Hautpflege auch immer so ein bisschen Zeit geben, einzuziehen. Deswegen werde ich jetzt auch kurz ein bisschen warten und die Hautpflege wirken lassen. In der Zeit werde ich mir ein bisschen was zu trinken machen. Und vielleicht kriege ich auch Sammy überredet, dass er Bock hat, mit mir zusammen zu filmen. Wir müssen mal gucken. Hallo. Hallo. So, Sammy ist jetzt auch am Start und Getränk ist am Start. Claudi 5 Euro Rabatt bei Waterdrop. Leute, denkt dran, ihr müsst mehr Wasser trinken. Genug der Werbung, wir widmen uns Altera. Wobei das ja auch in dem Sinn Werbung ist, aber keine Kooperation. Ne? Ich habe mir zwei verschiedene Foundations ausgesucht, weil ich es einfach interessant finde. Und bei Alverde habe ich mir ja auch zwei verschiedene geholt. Einfach 50-50 Chance, Leute. Eine wird schon funktionieren. Da habe ich mir beides mal in der Farbe 01 Light welche geholt. Das ist einmal die Natural Perfection Make-up mit Bio-Jojoba-Öl und Shea und Bio-Shea-Butter mittlere bis hohe Deckkraft für einen natürlich ebenmäßigen Teint. Das ist dieses hier, 30 ml sind enthalten und das ist vegan, das ist doch auch schon mal ganz nice. Und dann habe ich hier das 2-in-1 Make-up und Pflege für einen natürlich frischen Teint, 24 Stunden Fresh Make-up. Ja, das ist dieses hier. Und da bin ich jetzt einfach mal gespannt, welches besser bei mir funktioniert oder ob beide vielleicht super funktionieren. Das wäre ja ein Freundchen. Sind halt, ja, recht unsexy-mäßige Tuben. Oh nein, ich habe heute meine Fingernägel neu gemacht und was ist? Ich hau mir eine Kerbe rein. Sammy, das geht doch so nicht. Nein. Es hat sehr viel Mühe und Liebe und Zeit gebraucht, diesen Nagel aufzubauen. Nun ist er hin. Naja, gut. Oder auch nicht. Also, wir haben zwei Typchen. Das sind diese beiden. Das Natural Perfection Make-up hat unten noch so einen Rausdruckspender. Das finde ich ganz cool. Bei dem hier muss ich gleich mal gucken, ob der das auch hat. Von der Verpackung her spricht mich jetzt beides nicht so ultimativ an, muss ich gestehen. Ne? Wenn das so im Laden steht, ja, greifst du da jetzt nicht zu, weil es hübsch aussieht. Ja, der hat einfach nur so ein Rausdruckvieh. Dann packe ich mal beides auf meine Mischplatte. Okay, das ist ein Unterschied, Leute. Das eine sieht wirklich aus wie eine Wurst und das andere sieht aus wie ganz normale Foundation. Ne? Da haben wir hier auf dieser Seite das Natural Lift und hier das 24 Hours 2-in-1 Rampampam Make-up und Pflege. Gut, wenn du Make-up und Pflege halt zusammen hast, dann hast du in dem Sinne ja auch Creme mit drin, die ich jetzt ja eigentlich schon auf dem Gesicht habe. Ich hoffe, die vertragen sich. Ich habe jetzt hier zwei relativ ähnliche Foundation-Pinsel, um die Foundation einzuarbeiten. Das ist einmal aus dem Beauty Bay Pinsel Set. Das ist dieser wunderschöne Foundation Buffer BB103. Und hier auf der anderen Seite von BH Cosmetics in Kooperation mit Mrs. Bella ein Foundation Pinsel. So, fangen wir an mit dem Natural Perfection Make-up auf dieser Seite. Ein bisschen gelbstichig ist es, ne? Es riecht kräuterig. Ich baue mir das aber tatsächlich auch noch ein bisschen mehr auf. Ja gut, wenn ich sie jetzt so aufbaue, sieht so fleckig aus. Darf man das? Sieht man, ne? Ich habe hier irgendwie so einen weißen Rand. Und hier ist auch irgendwie so... Und die setzt sich ganz, ganz blöd auf meiner Haut ab. Das mag ich gar nicht leiden. Guckt euch das mal an. Mit Natural Perfection hat das für mich überhaupt nichts zu tun. Also zum einen dieses Fleckige, das gefällt mir gar nicht. Und hier in meinen Poren,
die ich ja eigentlich eben minimiert habe, ne, setzt sich das ganz blöd ab. Ihh, die Foundation, die verbindet sich gar nicht mit der Haut. Die sagt einfach, nö, ciao, ich nicht. Nicht heute. Das finde ich nicht schön. Mm-mm. Und eine Foundation soll perfektionieren und nicht sowas machen. Ja gut, dann gucken wir mal, wie die andere sich so macht. Die 24 Hours Fresh Make-up Foundation 2 in 1. Gehe ich hier mit diesem Pinsel rein. Trage es auf meinem Gesicht auf. Die riecht ein bisschen süßer. Bisschen vanillig. Und hat einen mehr rosamäßigen Unterton, was zu meiner Haut natürlich viel besser passt. Ja, das ist so ein Thema mit den Naturkosmetik-Foundations, ne Leute? Hm. Also perfekt sitzt die auch nicht. Die setzt sich auch sehr auf trockenen Stellen ab. Die fing immer wieder an, so ein bisschen merkwürdig zu werden. Habe ich das mit den Fingern versucht? Habe ich mit dem Pinsel versucht? Das will leider nicht. Und das Krasseste ist eigentlich hier auf dieser Seite. Die Foundation, die rollt sich ab. Ihr kennt das Spiel. Claudia versucht natürlich immer das Beste draus zu machen, ne? Aber wenn das so schon anfängt, macht das keinen Spaß. Also ich versuche jetzt diese Foundation mir auch auf dieser Seite aufzugeben. Sprich, diese Seite rolle ich mir wirklich schön komplett runter und gebe mir die Foundation auch auf diese Seite auf. Ich habe jetzt hier meine Seite abgeschminkt, neu eingecremt und versuche jetzt einfach mal... Oha, das die Foundation... Irgendwie funktioniert, die will nicht funktionieren. Hier auf der Nase geht die Party ab, ey. Holla, die Waldfee. Leute, auch die möchte sich gerade abrollen. Ich werde mich jetzt komplett abschminken. Also die Seite, mache meine Pflege nochmal komplett neu. Dann mache ich eine andere Foundation drauf und dann sehen wir uns wieder. Ich habe mich jetzt abgeschminkt. Ich habe die Pflege neu aufgetragen, aber ich habe den Lichtschutzfaktor weggelassen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht liegt es daran. Jetzt habe ich auf dieser Seite das, ne, 24 Hours Fresh und auf der anderen Seite das Natural Dingenskirchen aufgetragen. Das 24 Hours Fresh ließ sich gut auftragen und es sieht auch aus wie ein guter Primer, würde ich jetzt mal so sagen, aber nicht wie eine Foundation. Es rollt sich auch nicht mehr ab. Also das hat einfach nicht funktioniert mit der Sonnenpflege. Aber das andere, das Natural Perfection Make-up, setzt sich ganz blöd nach wie vor hier so an trockenen Stellen ab und es rollt sich auch nach wie vor ab. Das heißt, auch jetzt werde ich diese Seite nochmal neu abschminken, nochmal neu pflegen und das hier da drauf packen. Meine Haut wird mich, glaube ich, heute Abend hassen. So viel Arbeit für dieses Ergebnis. Oh, hey Leute, ne? Es sieht aus, als hätte ich halt keine Foundation drauf. Meine Rötungen sind nicht abgedeckt und so. Ja, also das hat jetzt gerade nicht unbedingt meine Meinung zu Naturkosmetik verpositiviert, aber Alterra hat ja noch ein paar Möglichkeiten, um sich zu beweisen. Fun Fact übrigens, wenn ich meine ganz normale andere Foundation auftrage, funktioniert es vollkommen ganz einwandfrei mit dieser Hautpflege drunter. Also meine The Ordinary Foundation funktioniert da super mit. Die Catrice Foundations, die Essence Foundations. Dann habe ich aktuell von Skin79 ja die Super BB Cream auch in Anwendung. Auch das funktioniert super damit. Keine Ahnung, hat nicht so wirklich harmoniert. Dann habe ich hier jetzt einen Concealer und zwar ist das der Alterra Naturkosmetik Concealer, kaschiert Augenschatten und deckt gezielt ab. Ich habe mir die Farbe Light 02 geholt, weil ich glaube Light 01 gab es gar nicht oder war ausverkauft. Ich weiß es nicht, es ist auf jeden Fall dunkler als mein Gesicht. Jedenfalls sieht das so aus. Auch das riecht nach Naturkosmetik. Und dann nehme ich mir gerne in letzter Zeit einen Pinsel für, um das einzuarbeiten. Da habe ich jetzt von Luvia aus dem Prime Vegan Pinsel Set einfach die Nummer 8. Und der sieht orange aus. Damit verteile ich den jetzt mal so ein bisschen. Spoiler, es wird nicht besser. Erstmal zu den Augen. Also der Concealer hat vielleicht minimal ein ganz kleines bisschen was abgedeckt, aber trotzdem, ne? Sieht halt nicht so fresh aus, wie ich das und so erwartet hätte. Am Kinn. Mhm. Er hat auch nicht so das beste Ergebnis gezaubert. Er hat sich sogar einmal hier an dieser Stelle, als ich da was aufgetragen habe, einfach komplett abgesetzt. Also abgetragen. Da war auf einmal komplett auch die Foundation und alles war auf einmal weg. Also das ist schon interessant und nicht so das beste Ergebnis. Ich finde, dass mein Gesicht jetzt unruhiger aussieht, als bevor ich die
Foundations und die, den Concealer aufgetragen habe, was klar ist, weil ich mich jetzt natürlich ein paar Mal abgeschminkt habe. Ja, aber wir machen jetzt einfach mal weiter, oder? Und zwar habe ich hier noch eine Lidschattenbasis, wir bleiben jetzt ja erstmal bei den flüssigen Texturen, mit Bio-Traube und Bio-weißem Tee, verlängert die Haltbarkeit und intensiviert die Lidschattenfarbe. Ich hoffe es. Ja, das ist hier das Produkt. Kommt in so einem kleinen Rausdruckapplikator, was ich cool finde. Gebe ich mir so ein bisschen was auf dem Finger. Ist auch leicht getönt, das kann ich immer gut gebrauchen für meine Augen, weil ich da ja auch Äderchen habe, die ein bisschen abgedeckt werden möchten. Und ach komm, dann nehme ich mir den Pinsel, mit dem ich den Concealer eingearbeitet habe, verteile die Base, wobei die sehr flüssig ist, wenn ich das jetzt mal so sehe. Flüssig-gelig und die deckt halt auch nicht so wirklich ab, ne? Ja, Lidschattenbase und Foundation vertragen sich offensichtlich nicht. Man sieht hier so einen kleinen Rand, ne? Das ist so ein typischer, ich möchte mich abrollen, Rand. Wir geben dem Ganzen aber trotzdem immer noch eine Chance. Nachdem ich jetzt so die flüssigen Texturen aufgetragen habe, verwende ich gerne so ein hydratisierendes Setting Spray, damit alle Texturen auch besser miteinander verschmilzen können. Da habe ich jetzt aktuell in Anwendung Essence My Power SR. Das ist dieses, ja, ne, Rosenquarz-Feuchtigkeitsspray. Tut ganz gut, ehrlich gesagt auch. Wobei ich jetzt, ja klar, durch das ganze Abschminken immer mal wieder jetzt mein Gesicht auch ein bisschen geschädigt habe. Das war nicht so geil. Aber tut halt immer gut, weil ich dieses, das auch mit Rose, glaube ich, ne? Weiß ich nicht. Riecht auf jeden Fall nach Rose. Genau, so. Jetzt geht ihr mal ein Stückchen weiter nach hinten, weil ihr wollt ja vielleicht auch ein bisschen mehr sehen. Also mehr im Sinne von mehr Umwelt. Ich weiß nicht. So vielleicht. Ich habe ein Puder und zwar ist das das Finish Powder von Alterra in 01 Transparent. Oh, es hat den Sturz überlebt. Oh Gott, ich krieg's aber gerade nicht auf. Doch, jetzt ist es auf. Sehr schön. Okay, ich nehme jetzt einfach mal ein Highlighter-Pinsel. Ich bleibe jetzt mal bei dem Nivea-Pinsel-Set, ne? Ich habe jetzt hier das Prime Vegan und das Prime Vegan Candy hier drin. Nehme ich mir einfach so einen großen Fluffel. Das ist der Small Highlighter-Pinsel aus dem Candy-Set. Denn damit möchte ich einmal unter meinen Augen ein bisschen setten. Auch wenn ich da jetzt nicht so viel zu setten habe. Weil, da, ich habe jetzt eigentlich gar nicht so viel auf meinem Gesicht, ne? Dann nehme ich mir aus dem Prime Vegan Candy den Prime Powder Pinsel und pudere mein komplettes Gesicht einmal ab. Mit Bio-Tapioca-Stärke, Bio-Acai-Öl und Bio-Aloe Vera für ein seidig, mattes und ebenmäßiges Finish. Ich hoffe, dass dieses Produkt einfach bewirkt, dass meine Base ein bisschen besser aussieht, ein bisschen mehr flawless, ein bisschen natürlicher, ein bisschen weniger doof und mit all diesen wundervollen angekündigten Inhaltsstoffen einfach alles jetzt ein bisschen optimiert. Ja, so, auf jeden Fall habe ich schon mal das Puder aufgetragen. Es befindet sich auf meinem Gesicht und jetzt kommt der Moment der Wahrheit, wo ich in den Spiegel gucke, der mir das Bild etwas schärfer gibt als das, was ich da oben im Display sehe oder halt im Spiegel vor mir, weil ich, ne, bin ja sonst ein Brillenträger. Ist okay. Also es haut mich nicht vom Hocker, hat so ein bisschen sich auch unschön auf der Foundation hier so abgesetzt. Das will noch nicht so ganz funktionieren, aber wir gucken einfach mal, wie es im Laufe der Zeit sich jetzt noch weiterentwickelt. Ich nehme jetzt einen Bronzer und zwar habe ich hier das Bronzing Puder in der Farbe 02 Sunkissed mit Bio-Granatapfelextrakt. Hat eine schöne Sonne mit drin, das gefällt mir. Das sieht auch ein bisschen so aus, als ob das noch einen Schimmer mit drin hätte, was ich bei Bronzer nicht unbedingt brauche. Sieht sehr dunkel aus, sehr pigmentiert. Ja. Dann werden wir das Ganze mal ausprobieren. Auch dafür, wenn ich den Pinsel von eben. Ich nehme einen großen Fluffel lieber, weil stark pigmentiert, da habe ich aus dem Prime Vegan Pinsel Set den hier. Das ist der Prime Vegan 15. So, zweimal reindippen, etwas abklopfen und gucken, wie es auf dem Gesicht wird. Ja, es wird schon rötlich. Okay. Dadurch, dass meine Base hier unten drunter halt recht unruhig ist, wird es natürlich für die Produkte, die jetzt so folgen, etwas schwierig, weil sie dann schnell unruhig aussehen. Weil ansonsten hätte man hier drunter jetzt eine ebenmäßige Base gehabt, wo man die Produkte dann wie auf einer Leinwand auftragen könnte. Das ist jetzt natürlich
null gegeben. Deswegen macht man das eher selten, dass man sich ja auch quasi keine Foundation oder keine getönte Tagescreme aufgibt, aber einen Bronzer zum Beispiel. Ne? Das macht man eigentlich wirklich eher selten. Ja, ist für mich jetzt quasi so, als würde ich das machen. Und das ist etwas schwierig. Zumal der Bronzer sich auch echt nicht so geil aufträgen lässt. Und ich vermute, der ist per se schon relativ fleckig an sich. Also so sehe ich das auch hier im Auftrag. Ne? Und wenn ich den dann auf eine relativ ungleichmäßige, unebene Fläche gebe, wird das Ganze natürlich nochmal verstärkt, dass er dann noch ungleichmäßiger und fleckiger aussieht. Schade. Meine Hoffnung ist ja, dass ich mir gleich einen so krassen Augenlook schminken kann, dass all das in den Hintergrund treten wird. So der Traum. Ja, so sieht es jetzt halt echt nicht so geil aus, ne? Da verwende ich wirklich lieber Produkte von Essence oder von Catrice, die dann halt nicht Naturkosmetik sind, aber schon ganz geil auch, ne? Wenn ich jetzt so an die Clean ID-Serie von Catrice denke, die haben da auch sehr schöne Produkte im Base-Bereich, also muss man für sich selber entscheiden, ne? Denn preislich liegen die ja auch recht nah beieinander. Nicht mein Favorit. Nein. Nein, nein, nein. Also bislang ist alles das, was ich euch hier jetzt gezeigt habe. Gut, das Puder muss ich nochmal so in einer Second Impression testen, genauso auch die Lidschattenbasis. Aber die anderen Produkte werden alle nicht bei mir bleiben, weil ich da echt gerade einen Hals drauf habe. Jetzt kommen wir zum Blush. Da habe ich das Rouge Puder in der Farbe 08 Peachy. Auch das ist mit Bio-Granatapfelextrakt. Und das ist so eine schöne, frische Frühlingsfarbe. Mag ich ganz gerne. Auch das hat einen leichten Schimmer mit drin. Hat so eine eingepresste Blume mit dabei. Und das sieht meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt peachy aus, sondern eher ins ins Rosé-mäßige. Ne? Das ist Rosé, ja. Juti, dann nehmen wir dann hier aber diesen Pinsel. Der ist ja etwas intensiver unterwegs. Okay, sehr pudrig auch. Das trage ich mir hier auf. Schön. Ich glaube, das war sogar als Rouge und Highlighter beschrieben. Denn einen konkreten Highlighter habe ich jetzt so nicht mir mitbestellt. Aber ich habe gleich auch noch einen Ton in der Lidschattenpalette, den ich gerne als Highlighter verwenden möchte. Doch den Blush mag ich. Den finde ich wirklich, 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 wirklich schön. Meine Nase sieht sehr, sehr gruselig aus. Also, da, ne? Puh, sieht das gruselig aus. Was ist denn da nicht richtig gelaufen, Leute? Hm? So einiges, würde ich mal so sagen. Oha, auch wenn ich mit dem Finger drüber streichel. Sagt das nö, nö. Ich guck mal eben. Survive me. Überlebt mich vor allem. Nein. Rette mich. Save me. Ich habe jetzt hier Physicians Formula, das BB Powder. Das ist eine Puder Foundation. Denn so will ich nicht rumlaufen, Leute. Das sah ja gerade ganz, ganz gruselig aus. Die Nase müssen wir jetzt noch hier ein bisschen retten. Das sollten wir hinkriegen. Von Namen sieht man, dass es wirklich ein Rettungsversuch war. Von Weitem geht's aber, oder? Geht klar. Ja, Blush, schöne Geschichte. Und jetzt machen wir weiter mit den Augenbrauen. Und da habe ich einen Augenbrauenstift in der Farbe 01 Light Brown. Und da werde ich mir natürlich meinen eigenen Spoolie für zur Hand nehmen. Aber ja, den wollte ich jetzt als Augenbrauenfarbe verwenden. Das könnte echt was werden, weil der auch so einen leicht aschigen Einstich mit dabei hat. Krass. Ein bisschen dunkel, aber ich finde, dass es klar geht. Das ist schon ein feines Teil. Den mag ich. Den kann ich empfehlen. Das werde ich mir jetzt auch setten mit dem 24 Hours Brow Setter von Benefit. So, ja, das war jetzt wieder ein guter Part. Jetzt kommen wir zu den Lidschattengeschichten. Da habe ich zum einen mir auch dieses Pinselset mit aus der LE bestellt. Im Haul hatte ich gesagt, dass es für Drogerie recht hochpreisig ist, aber ich habe dann nochmal nachgerechnet. Ich hatte da irgendwie einen falschen Preis im Hinterkopf. Ich glaube, das hat 5 Euro gekostet, also 2,50 Euro pro Pinsel. Also, nee, habe ich mich vertan. Ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass es 10 Euro gekostet hat, also sprich 5 Euro pro Pinsel, was für Drogeriepinsel teuer gewesen wäre. Ja, habe mich vertan. Eyes never lie. Augen lügen nicht, das stimmt.
Die Augen sagen oft die Wahrheit. Hier haben wir einmal so einen Blendepinsel. Der sieht ganz gut aus. Das andere ist ein etwas fluffigerer Smudgerpinsel. Ich bezweifle, dass ich nur die beiden Pinsel brauchen werde, um meinen Lidschattenlook zu schminken, aber hey. So, die beiden verschiedenen habe ich hier. Das ist einmal die Vivid Nature Palette. Das ist einmal die grüne, die ich hier habe. Da kann ich euch einmal die Swatches auch gleich zeigen. So schauen die Töne aus. Ich finde es super schön, ne? Wirklich super schön. Solltet ihr die Paletten halt explizit jetzt nicht zu Hause haben, ihr könnt natürlich den Look nachschminken, wenn er gut wird, mit Produkten, die ihr schon zu Hause habt. Ne? Denn das sind jetzt wahrscheinlich nicht so die ultimativen Farben, die man noch nie vorher gesehen hat. Müssen wir gleich mal gucken. Oh, aber schöne Texturen, muss ich jetzt gerade mal kurz sagen. Genau, wir schauen mal. Bei der Vivid Nature Palette haben wir 9 Farben drin, wovon 5 matt sind und 4 schimmernd. Und die Schimmertöne fühlen sich super schön cremig an. Dann habe ich hier die Ice Never Lie Sweet as Candy Palette. Das ist die rosane. Und auch die enthält coole Farben. Also das ist tatsächlich eher eine, die in die bläuliche, sehr kühle Richtung geht. Und die Vivid Nature ist mehr eine wärmere Palette, waldig und so. Und das hier ist mehr so poppig, pastellig, würde ich mal so sagen. Ich denke, dass ich beide Paletten in Kombi verwenden werde. Bei der Sweet as Candy Palette, die sich hier befindet, haben wir eher so pastellige Töne und auch hier 9 Farben, wovon 4 schimmernd sind und 5 matt. Wobei der eine Schimmerton, dieser lila Ton, eher so in diese semi-matt, schimmernd, seidig, glänzend Richtung geht. Das ist sehr, sehr merkwürdig, darf ich, also möchte ich einfach mal so sagen, ne? Genau, den kannst du halt dann auch, selbst wenn es ein Schimmerton ist, auch sehr schön im Außenwinkel auftragen. Ich würde sagen, es ist so diese ledrige Textur oder so, die Hattie auch in ihrer Palette hatte. Auf jeden Fall sehen die Swatches von den Paletten mega vielversprechend aus. Also allein von der Swatch-Länge her und von der Intensität der Farben, ne? Bin ich schon mal begeistert. Ich nehme mir zuerst den Shader-Pinsel aus dem Pinselset und gehe in die grüne Palette in den Ton Antarktik. Das ist so ein richtig neutraler Setting-Ton. Die Töne krümeln jetzt gerade auch schon etwas. Also selbst hier beim Setting-Ton habe ich schon ein bisschen Fallout. Aber der passt für mich perfekt als Setting-Ton. In der pinken Palette gehe ich hier in den Ton Mint Drop und den platziere ich mir auf der inneren Hälfte meines Lides. Da gehe ich auch so ein bisschen in die Lidfalte schon rein. Ich habe mir auch gerade überlegt, dass es ganz cool wäre, den sogar so ein bisschen mit in den Innenwinkel reinzuziehen. Und nach außen hin gebe ich mir die Farbe Bubblegum. Das ist dieses ganz helle Lavendelchen. Lavendelchen, genau. Dieses wunderschöne helle Lavendeltönchen aus der pinken Palette. Und das kommt, wie gesagt, auf die äußere Hälfte. Das kann man jetzt erstmal relativ grob motorisch machen und da das Pastelltöne sind, das ist ja auch erstmal nur so die Base des Ganzen. Man sieht es noch nicht so super intensiv. Wenn man jetzt irgendwie irgendwelche Patzer machen würde, das könnte man alle noch super leicht ausbessern. Also ganz entspannt. Ich gebe mir jetzt auch direkt den Bubblegum, also den hellen Lavendelton, den wir jetzt hier außen verwendet haben, nach innen unten auf. Also ich mache jetzt was Verrücktes. Auch da gehe ich ein bisschen mit in den Innenwinkel und ich ziehe den auch relativ tief, weil ich habe ja nicht wirklich einen Concealer drauf, Leute, ne? Und nach außen hin unten gebe ich mir dann den Mint Drop hin. Also quasi genau andersrum, wie es oben ist. Mit dem Blendepinsel gehe ich in diesen Ton Wild Forest. Das ist so ein schönes, dunkles Moosgrün. Soll wahrscheinlich aber auch ein Waldgrün, Tannengrün sein aufgrund des Namens. Dippe dann vorsichtig da rein, habe schon gut was auf dem Pinsel, aber ich möchte nur ganz vorsichtig den Ton auftragen. Den trage ich mir nämlich hier so ein bisschen in der Lidfalte auf. Jedenfalls ist es der Plan. Mal gucken. Ich nehme mir einen etwas feineren Blendepinsel, dann nehme ich den hier aus dem Prime Vegan Pinsel Set und mache das nochmal. Vielleicht war das nicht präzise genug. Der baut sich sehr, sehr dezent auf, wenn man das so sagen darf. Aber man sieht ihn auf eine sehr pastellige und dezente Art und Weise. Mit einem sehr, sehr präzisen Pinsel, das ist so ein Lippenpinsel eigentlich, ne?
nehme ich ebenfalls den Ton auf, stempel dann nur so ein bisschen rein und gebe ihn mir ganz nah an dem unteren Wimpernkranz mit auf. Es darf auch schon gerne so ein bisschen nach oben gezogen werden. Aber natürlich auch nur da, wo ich eben das Pastellblau aufgetragen habe. Fallout zwischenzeitlich mal so ein bisschen wegwischen. So, jetzt machen wir weiter, denn das sieht ja echt noch ein bisschen verrückt aus. Und zwar brauche ich jetzt ja einen schönen lila Ton oder so, um das Außen so ein bisschen zu toppen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber ich versuche es mit dem Macaroon, was ja dieser komische niedrige Ton ist, ne? Dann nehme ich mir auch den Pinsel von eben, den ich jetzt gerade verloren habe. Da mache mir den hier in meinem Pinselreinigungsvieh so ein bisschen sauber. Das ist jetzt hier eins von Catrice, gibt es aber auch von vielen verschiedenen anderen Marken. Dann nehme ich mir diesen Macaroon etwas auf, habe das auf dem Pinsel und gehe damit hier in die Lidfalte. Ich verbinde das hier auch schon ein bisschen mit dem Augenaußenwinkel und ziehe das bis an meinen oberen Außenwinkel auch mit runter. Und ich finde, das sieht jetzt noch nicht so geil aus. Kommt vielleicht noch. Mal gucken. Wobei doch, jetzt, wenn ich das jetzt so ein bisschen mehr auftrage, Schimmer in der Lidfalte ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil je nachdem, wie das Licht einfällt, ist dann auch die Intensität davon. Aber eigentlich harmoniert das ganz gut mit dem Grün. Und ich denke mir einfach, okay, die haben jetzt nicht so eine aufregende Palette gemacht, damit ich mir einen Nude-Look damit schminke, sondern damit ich mal ein bisschen aufs Ganze gehe hier. Jetzt nehme ich mir wieder diesen Smudger-Pinsel und gehe in den Ton Fairy Floss. Das ist so ein wunderschönes, schimmerndes Hellblau. Der Pinsel nimmt es sehr, sehr schön auf. Und das setze ich mir genau hier in mein inneres Drittel. Aber der Pinsel, der nimmt es auf, aber der gibt es leider nicht ab. Das ist ein bisschen blöd gerade. Dann nehme ich mal einen anderen Pinsel. Das ist so ein synthetischer, sehr festgebundener Pinsel. Und gebe mir das damit auf. Es ist eine wunderschöne Farbe, Leute. Wirklich schön. Ein richtiges Eisblau mag ich. Das gefällt mir. Ja, guck mal, dass ich das hier auch außen noch über das Grün gebe vielleicht, weil ich das so schön finde gerade. Beziehungsweise so unter das Grün, dass das Grün damit so ein bisschen auch ausgeblendet wird. So ein bisschen, weiß ich nicht, staubmäßig. Finde ich ganz schön. Einfach irgendwie was anderes, ne? Schon geil. Okay, jetzt gehe ich mit dem Pinsel, den ich jetzt gerade sehr lieb gewonnen habe. Das ist übrigens einer, den hatte ich mal, glaube ich, in der Box drin von Barbara Hoffmann. My Beauty Secret 151 Eyeshadow Brush. Da gehe ich jetzt in den Ton Candied Cherry, also kandierte Kirschen. Das ist so ein, ja, altrosa Schimmerton. Und den setze ich mir auf die andere Hälfte von dem beweglichen Lid. Ich stoppe aber und gehe nicht komplett in den Außenwinkel rein, ne? Ich versuche es mal mit dem Finger, weil mit dem Pinsel war das jetzt ein bisschen wenig, weil der halt ja eigentlich nicht für sowas gedacht ist, aber egal. Also der Ton ist ja peachy, ne? Passt aber schon mit dem Rot zusammen, ist halt warm vom Ton. Möchte ich nochmal diesen, nee, warte, was mache ich denn jetzt hier? Ich nehme jetzt diesen Pinsel, oder? Nein. Ich nehme den von Barbara Hoffmann, ja, den ich lieb gewonnen habe und setze mir auch ein bisschen was von Candied Cherry in meinen Innen-, Unten-, Winkel-, Wimpernkranz. Das ist mal was anderes. Finde ich jetzt nicht verkehrt, ne? So, jetzt nehme ich hier aus dieser wunderschönen pinken Palette den Ton Sparkling Sugar. So. Bei Sparkling Sugar habe ich jetzt verrückte Dinge vor. Zum einen möchte ich mir den in meinen Innenwinkel geben. Dafür nehme ich den Point Brush, den ich eben, also nicht ganz Point Brush, den festgebundenen Blendepinsel, den ich eben genommen habe, um das Lila aufzutragen. Gehe da ordentlich rein, habe den vorher natürlich sauber gemacht und setze mir den in meinen Innenwinkel, um da nochmal ein zusätzliches Highlight zu schaffen. Und ich finde, dass der schon ziemlich schön strahlt. Schön. Passt jetzt nicht so. Also ist für mich jetzt nicht unbedingt, weil, ja, ich weiß nicht. Einerseits hast du so einen icy Look, ne? Also dass du sagst, es ist eher ein Winterlook. Andererseits könnte man aber auch dazu sagen, dass es so bunt ist und deswegen ist es ein frühlingshafter Look. Es ist Interpretationssache, aber ich finde es nice. Genau. Und jetzt nehme ich mir auch diesen Pinsel und die Reste davon und gehe damit an den
unter den Augenbrauenbogen. Oh, das ist ein bisschen viel geworden. Huch. Da weiß die Kamera nicht mal, ob sie scharf stellen soll. Aber egal. Den Pinsel behalte ich auch soweit. Nee, das wäre mir, glaube ich, zu krass. Nee, ich nehme den Highlighter-Pinsel. Gehe dann auch nochmal in Sparkling Sugar rein und setze sie mir einfach als Highlighter auf. Der dürfte jetzt nicht unbedingt nass sein, ne? Ich denke, dass der jetzt auch... Der ist schön, definitiv. Der ist kühl. Aber der ist halt schon etwas glitzeriger, als sonst Highlighter sein sollten. Aber egal. Die Nasenspitze möchte ebenfalls gehighlightet werden und auch der Nasenrücken. Und dazwischen das Lippenherz. Das geht. Das geht. Ja, das geht. Ich habe jetzt voll den Milchbart, Leute. Das war ein bisschen viel. Aber hey, auf dem Auge so ein richtiger abgespaceder Look, kannst du nichts zu sagen, ne? So. Tolle Paletten, doch, die kann ich alle beide empfehlen. Die haben Spaß gemacht, die haben Freude gemacht, die sehen gut aus. Und jetzt habe ich hier einen Kajalstift. Das ist der Kajal Eyeliner in der Farbe 02 Brown. Ich verwende den auch gerne im Alltag. Das ist einfach einer zum Anspitzen, um ihn mir einfach schnell als Wimpernkranzverdichtung aufzugeben. Und das werde ich jetzt auch einfach machen. Ein Wing wird es jetzt hier nicht mitgeben. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist... Ich muss mal gucken. Ja, ne, den kenne ich ja auch schon, den mag ich auch wohl. Und jetzt werde ich einmal das Ganze setten. Da habe ich hier ja wieder mein Rosevee. Lass das ordentlich antrocknen und dann werden wir uns gleich der Mascara zuwenden. Da habe ich nämlich die Eyes Never Lie Volume On Mascara. Das ist dieses Schätzelein. Und die hat mich so von dem Bürstchen her am meisten angesprochen. Deswegen habe ich mir die auch ausgesucht. Und die kommt ja auch aus der L.E. da, ne? Fand ich ganz interessant. Hat ein Faserbürstchen, was sehr groß ist und nach Volumen schreit. Und ja, bin ich sehr gespannt drauf. Geht auch spitz vorne zusammen. Riecht angenehm tatsächlich. Also da hätte ich jetzt Schlimmeres erwartet. Und dann schauen wir mal, wie die auf den Wimpern aussehen wird. Vorher biege ich mir aber noch die Wimpern. Ganz schön chaotisch hier. Jetzt hat auch noch der Akku geblinkt und oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also die Mascara macht auf jeden Fall Länge und Schwung in die Kiste. Also sie macht auch Volumen. Und sie sieht auch schön aus. Sie trennt die Wimpern schön. Verklebt sie nicht. Ich ganz persönlich würde die Mascara nur in Kombination mit einer anderen Mascara verwenden, die halt auch noch ein bisschen mehr Volumen macht, die Wimpern so ein bisschen dicker aussehen lässt. Aber ich denke, dass viele genau dieses Ergebnis von Mascaren auch gerne mögen. Und die Mascara macht jetzt auch so einen schönen, die macht aus dem Look einen sehr zarten, feenhaften Look. Also obwohl das oben auf den Lidern halt echt abgeht, ne? Da geht die Post hardcore ab. Da sagt die Mascara, nee, wir bringen jetzt hier mal ein bisschen Ruhe rein und lassen das Ganze sehr federnmäßig aussehen. Mascara-Patzer kann man übrigens super mit so einem Spoolie einfach entfernen. Dann machst du dir nichts kaputt. Ich meine, gut, ich habe jetzt nicht wirklich einen Base drunter, von daher, da ist nichts, was da kaputt gehen könnte. Aber ja, das gefällt mir jetzt wirklich, wirklich gut. Dann schauen wir mal, was die Lippen dazu sagen werden. Denn die Lippen habe ich mir etwas intensiver ausgesucht. Passt wahrscheinlich null zum Look, Claudia, nein. Und zwar habe ich hier den Lip Liner in der Farbe Tulip, also Tulpe. Ne? Man sieht hier, wie intensiv das Ding hier abgeht. Ist einer zum Anspitzen und der kommt jetzt drauf. Ich denke, der wird halt so ein bisschen ins Pinkstichige sein. Mal gucken. Es ist tatsächlich ein Peachy Pink, wenn... Wow. Ja, hat auch ein bisschen was Orangenes mit dabei. Ließ sich jetzt aber ganz schön auftragen. Sieht auch ganz fein aus. Und jetzt gucken wir mal, was der Lippenstift dazu sagt, den ich drüber gebe, denn der ist in genau der gleichen Farbe. Okay, Hygienesiegel ist noch drum, läuft bei ihm. Ja, hat sonst keinen Namen, das Produktchen. Schaut so aus, ne? Das sieht schon, es ist halt die gleiche Farbe, ne? Riecht nach ungefähr nichts, das finde ich angenehm und den trage ich mir jetzt auf. Mhm. Der hat jetzt noch so ein schönes, mattes, aber
so seidenmattes Glossy Finish und irgendwie passt das schon zum Look, Leute. Es beißt sich ein bisschen mit dem Lila da oben. Ja, komm, ne? Ein Wechselbad der Gefühle, ich sag euch das. Ich kann jetzt einmal die Haare aufmachen, dass wir gucken, wie der Look dann quasi im Gesamten auch aussehen wird. Jetzt kommt auch noch die Sonne raus, das heißt, ihr seht das Ganze auch nochmal richtig im Sonnenschein. Das ist doch auch mal ein Träumchen. Ja, kann man machen, ne? Also die Base ist halt wirklich eine traurige Kiste gewesen. Ich konnte die jetzt ein bisschen retten. Den Bronzer finde ich auch nicht so geil. Den Blush feiere ich, den mag ich gerne. Die Lidschattenpaletten feiere ich. Die Mascara ist super für den Alltag. Das Augenbrauenprodukt ist toll, die Lippenprodukte sind toll. Das Puder hat gemacht, dass mein Gesicht sich sehr, sehr trocken anfühlt. Da muss ich auch ehrlich sein. Also jetzt so im Laufe der Zeit fühlt sich alles sehr cakey an. Das ist sehr unangenehm. Die Lidschattenbasis, ja, ne, ob sie jetzt da gewesen wäre oder nicht, hätte wahrscheinlich nicht den allergrößten Unterschied gemacht, weil die Töne halt eher pastelliger sind, die ich mir aufgetragen habe. Aber eine Lidschattenbasis verhindert an sich bei mir, dass die Lidschatten sich im Laufe des Tages in die Falte verziehen und dann quasi sich abtragen. Ja, den Kajal mag ich eigentlich sowieso sehr gerne. Den trage ich auch gerne auf der Wasserlinie, wenn ich das so im Alltag trage. Ja, das war's. Ich werde jetzt noch sehr viele Videos mit diesem Look drehen und ich hoffe, es fällt keinem auf, was für ein Desaster das mit der Base war. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich nämlich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!